Du kannst es dir in 2023 einfach nicht mehr leisten, Werbung durchlaufen zu lassen. Gerade Ads auf Social Media müssen halt regelmäßig angeguckt werden und dabei ist es vollkommen egal, wer das irgendwann mal aufgesetzt hat, ob das irgendein Mitarbeiter war oder eine Agentur vorher. Es ist deine Verantwortung als Geschäftsführer, als Inhaber zuschauen, dass wenn du 1 Euro in die Hand nimmst, 1 Euro hart verdientes Geld sozusagen, und den jetzt halt in diese Blackbox Marketing reinsteckst, du musst halt wissen, was kommt hier im Endeffekt raus. Und es bringt absolut gar nichts mehr, einfach dann zu sagen, okay, wir geben jetzt mehr Budget aus, weil das Einzige, was dann passiert, wenn du nicht weißt, was du da tust, ist, dass die Blackbox größer wird. Und vielleicht kommt dir hinten auch was raus, aber wenn du nicht weißt, was da tatsächlich der Einflussfaktor ist, hier mehr Budget hinten, was kommt raus oder nicht, dann bist du absolut lost in 2023. Und du musst halt wirklich schauen, ne, welche Einstellungen muss ich im Werbeanzeigenmanager vornehmen, welche Spaltenansicht brauche ich da, um einfach sehen zu können, okay, wie ist mein Return on Ad Spend? Was konkret passiert, wenn ich 1 Euro Werbung nehme, den in diese Blackbox reinstecke und was kommt dann am Ende hinten raus? Und wenn du das nicht kannst, dann wirst du in 2023 definitiv von deiner Konkurrenz rechts und links überholt. Und das sind dann übrigens auch die Leute, deren Werbeanzeigen du die ganze Zeit auf Social Media siehst. Und du wirst sie auch weiterhin sehen, weil wenn die wissen, was passiert, wenn ich 1 Euro in Werbung stecke und wie viel kommt raus und bei welcher Werbeanzeige ist das, auf welcher Zielgruppe, mit welcher Ansprache, dann werden die auf jeden Fall langfristig mit dieser Blackbox in Anführungszeichen, werden die Geld verdienen. Für die ist klar, ich nehme 1 Euro in die Hand. Oder hier in dem Fall 3 Euro und bekomme hier hinten aber das Doppelte bis das Dreifache bis das Vierfache, wie viel auch immer, an Umsatz wieder raus. Und deswegen wirst du weiterhin deren Werbeanzeigen sehen, während du selber dich fragst, was ist eigentlich mit meinen eigenen Werbeanzeigen? Das Problem ist halt, vielleicht mag es in 2020 oder 2021 noch funktioniert haben. Aber der Markt ist jetzt ein vollkommen anderer. Die Leute können jetzt wieder in den Urlaub fahren. Das war schon letztes Jahr so. Und wenn du letztes Jahr schon Probleme hattest, wird es in 2023 nicht besser werden. Denn die Leute können wieder in Urlaub fahren. Die Leute müssen ihr Geld nicht mehr online ausgeben. Die Leute können mehr machen, als regelmäßig den Supermarkt zu besuchen. Das heißt, online ist wieder starker Konkurrenz ausgesetzt. Und es gibt ein weiteres Problem. Dadurch, dass 2020, 2021, 2022 alle möglichen, auch größeren Brands einen Online-Shop aufgebaut haben, einen Online-Shop gepusht haben, ist natürlich das Angebot viel, viel größer mittlerweile als die Nachfrage. Das heißt, du kannst es dir einfach nicht mehr erlauben, genauso wie du ja nicht im Blindflug durch dein Unternehmen läufst und hier und da Stellschrauben drehst, hoffentlich kannst du es dir für dein Marketing nicht mehr erlauben, einfach ja nicht zu wissen, was da konkret passiert. Und deswegen meine Einladung, wir sehen täglich mehrere Werbekonten und wenn du mal willst, dass da jemand drüber schaut, dich unverbindlich, kostenlos da berät, einfach mit dir in dein Werbekonto reinschaut, um dir mal zu zeigen, was da eigentlich schief läuft oder auch nicht, um mal zu gucken, was da überhaupt fehlt. Weil du kannst es doch tracken. Du kannst zumindest mal, wenn du jetzt Werbung auf Meta schaltest, du kannst doch nachvollziehen, einigermaßen, was passiert, wenn ich 1 Euro reinstecke, wie viel Euros kommen wieder raus. Das geht auch ohne Tracking-Tool, weil Facebook wird dir sagen, wie viel Werbung schaltest du gerade und was kommt da raus. Und du wirst sehen, bei manchen kommt halt 0 raus am Ende und bei manchen kommt halt 3 als ROAS raus. So. Und wenn du nicht weißt, welche von beiden Werbeanzeigen, wenn du 2 Werbeanzeigen hast, das ist, dann wirst du nur Budget verbrennen. Deswegen nochmal meine Einladung. Lass uns sprechen, lass uns in dein Werbekonto reingucken, lass uns schauen, was passiert da gerade. Weil wenn da nur irgendwelche komischen Link-Klick-Kampagnen aus 2021 laufen und 4 beworbene Beiträge, dann verspreche ich dir, verbrennst du gerade massiv Geld. Du lässt unfassbar viel Budget liegen. Und das Schlimmste, was du gar nicht siehst, sind die Opportunitätskosten, was es dich gerade an Umsatz kostet, dieses Thema nicht vernünftig anzugehen. Das können 50.000 Euro im Monat sein, das können 100.000 Euro im Monat sein, das können aber auch 500.000 Euro im Monat zum Satz sein, die gerade nicht entstehen, dadurch, dass du das Thema Social Media Marketing nicht vernünftig angehst. Und ja, es kann ja sein, dass du in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hast mit einer anderen Agentur, aber deswegen sage ich nochmal, lass uns einfach mal in dein Werbekonto reingucken, lass uns schauen, was da passiert ist und was man besser machen kann. Und ich mache dieses Angebot, weil ich halt das Thema Conversion Rate verstanden habe, weil ich halt weiß, okay, ein gewisser Anteil der Leute wird dann halt auch Kunde bei uns und ich freue mich über jeden, der Kunde bei uns wird, denn ich weiß ganz genau, es gibt halt viele schwarze Schafe, lass uns einfach in dein Werbekonto reinschauen, schauen, was da schiefgelaufen ist, um dann eben zu gucken, wie du
in 2023 das Thema. Es ist jetzt egal, ob es Meta ist, ob es TikTok ist oder irgendeine andere Social-Media-Plattform. Lass uns schauen, wie wir 2023 zu deinem Jahr machen können. Damit eben nicht mehr du diese Schwankungen im Umsatz hast, das Ganze stagniert. Man bringt dann wieder irgendeine Werbeanzeige an den Start, damit überhaupt irgendwas passiert. Man weiß nicht, ob es funktioniert. Dann sinkt die Profitabilität. Man fragt sich, wenn dieser Monat jetzt schon so läuft, wie ist dann der nächste, wenn du dir die Prognose anguckst? Man kriegt wirklich Bauchschmerzen, wenn man die Zahlen nicht im Griff hat. Und das ist das Problem. Lass es uns gemeinsam lösen. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Bis dann.